Hallo und willkommen zurück zu Crash Bandicoot zu Watch of Cortex. Beim letzten Mal haben wir nämlich Level 4, ja, den zweiten Weg davon gemacht. Und ich frage mich, ob wir jetzt sowas noch in Level 5 finden können und machen können, weil dann haben wir nämlich Welt 1 von Crash Bandicoot zu Watch of Cortex vollständig erledigt. Okay, wir können uns zwar noch mit Rekord natürlich versuchen. Ich will die Uhr nicht. So. Das war doch hier, da war doch ein Pfad, wenn ich mich nicht irre. Ja, der... Nee, geht nicht. Der geht noch nicht. Wäre nur zu schön gewesen. Ich glaube, dafür brauchen wir wirklich den gelben Edelstein. Und ohne diesen... können wir nichts anfangen. So. Also lasse ich das erstmal noch so. Dann schaue ich mal jetzt ein anderes Level. Eigentlich war heute jetzt Level 5 geplant, aber egal. Ich schaue jetzt mal nach einem anderen Level. Welt 2, machen wir mal Level 8. Banzai Bonsat. Da ist ja auch was. Aber am besten wäre es nicht drauf zu gehen. Ach, hätte ich nur wieder meinen Doppelsprung. Hätte ich mal, das wäre jetzt toll. Ich mache mal meinen kleinen Stat. Bevor ich doch drauf gehe, weil diese Sache hier ist ein bisschen hartnäckiger. Mal gucken, wo einmal springen kann. Ja, schon wieder ein Leben. Ah, wir sind schon mal voll. 99. Ich brauche schon eine Akkukiste. Man kann der Gegner mal ein bisschen verduften. Nein! Das habe ich auch gemeint. Egal. Machen wir das jetzt nochmal ab hier, diesen Punkt. Ich frage mich, was wir hier finden können oder ob das uns noch verwehrt ist. Weil wir haben ja schließlich einen blauen Edelstein aus Level 1 und einen grünen aus Level 4. Sowie noch einen anderen Edelstein aus Level 21. Von daher müsste sich was, oh Gott, offengelegt haben. Vielleicht auch in Level 18 zu nah, wer weiß. Deswegen ja, möchte ich das mal gerne hier unter die Lupe nehmen. Weil das tut doch was. Roter Edelstein. Roter Edelstein-Plattform. Ich glaube wahrscheinlich, dieses Level hängt wahrscheinlich im Zusammenhang mit Level 21. Oh. Nimm mir das nicht übel. Ich muss jetzt diesen Nitro-Kisten hier ausweichen. Und ich glaube, das Ende hiervon ist schon direkt in greifbarer Nähe. Puh. Ach du Scheiße. Wie komme ich jetzt da nur rüber? Ich kann ja da nicht... So. So. Mache ich das so. Ich glaube, da unten war das eigentliche Ziel. Huch, jetzt habe ich aber gar nichts gesehen. Egal. Bevor das Ding da weg ist, wer weiß. Es ist ja manchmal immer so bei diesen komischen Plattformen hier, diesen Sonderweg. Hoppala, jetzt bin ich gerade versehentlich doch an Nitro gekommen. Nein! Ah, ich liebe Nitro. Und dieser Nitro-Überfluss... Oh nein, ich höre es gleich. Ach du Lei, lebes bisschen. Das wird aber echt gefährlich.
Hey! Dieses Nitro hier. Ich muss springen. Nein, ich hab's verfehlt. Mann, diese Stelle liebe ich aber absolut. Ah, Nitro. Ja, genau. Nitro! Dann zergeht mir dieses Nitro drauf, was da wirklich perfekt platziert ist, auf die Eier. Ich wollte nicht nach runterfallen. Was ist das? Was ist... Das sieht so aus wie eine Fähigkeit! Als ob... Nein! Aber warum ist hier eine Fähigkeit? Oh, aber hier ist auch ein Edelstein. Oh, ich liebe dieses Nitro da! Turbo-Bodenwurf! Drücken Sie die X-Taste für einen härteren Bodenwurf vor dem Sprung und die Kreistaste, wenn Sie am höchsten Punkt des Sprungs sind. Ah, interessant! Also auch hier eine Fähigkeit. Das ist aber sehr interessant. Und könnte noch von Nutzen sein. Okay, Level 8 ist jetzt auch fertig. Und Level 2 sowieso. Ja, es wird uns zugerechnet. Dazwischen mag zwar auch noch eine Fähigkeit sein, wahrscheinlich ist das eine Fähigkeit, die wir von Cortex kriegen. Oder quasi von diesem Bosskampf hier. Aber der Edelstein von Level 21 hat sich hier gerade wirklich ausgezahlt. Für eine weitere Fähigkeit. Naja gut, Level 5 haben wir jetzt diesmal nicht schaffen können, aber den zweiten Weg hatten wir noch nicht frei. Das war der Haken. Also gut, bis zum nächsten Mal, Crash Bandicoot The Watch of Cortex. Ja, dafür ist eben Level 8 vollendet. Bis dahin, alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal.